Hallo zusammen und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich euch mitnehmen auf dem Weg zu 100.000 Kilometern in meinem Audi R6 4G. Ich habe das Auto seit April 2021. Bin in der Zeit gefahren. Ich gucke mal eben in den Bordcomputer rein. Das könnt ihr direkt mit mir sehen. Kleinen Moment. 901 Stunden, 48.346 Kilometer, habe 8,2 Liter im Durchschnitt verbraucht und bin mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 48 km/h gefahren. Mein Streckenprofil ist so, dass ich aus dem Sauerland nach Düsseldorf pendel. Das sind ungefähr 100 Kilometer pro Strecke. Das heißt relativ viel Autobahn, aber am Ende dann doch auch noch mal eine ganze Weile durch die Innenstadt von Düsseldorf. Daher erkläre ich mir einen relativ hohen Durchschnittsverbrauch. Dann geht's los. Wir fahren eine Runde im A6 4G. Ich werde ein bisschen was zur Geschichte des Autos erzählen. Ich werde ein bisschen was dazu erzählen, was mit dem Auto noch passieren soll. Wir hören uns ein paar Soundaufnahmen an, was bei dem Auto ja auch gar nicht so unwichtig ist. Es ist der 3 Liter Diesel Biturbo Competition, das heißt 326 PS und ein Soundaktor im Endschalldämpfer verbaut oder zwei. Also es sind zwei Lautsprecher, die sind ungefähr so groß, die links und rechts im Endschalldämpfer verbaut sind. Und die sorgen für einen, ja, es ist so ein Benziner-Sound, der simuliert wird. Man kann davon halten, was man will. Ich persönlich finde es mittlerweile ganz cool, fand es am Anfang ein bisschen albern. Aber jetzt finde ich es echt gut und das hören wir uns gleich mal an, von innen und von außen. Und gucken uns ein paar Fahreindrücke an. Und das wäre es erstmal, was wir heute vorhaben. So, Motor gestartet. Kilometerstand aktuell, habe ich eben schon gesagt, sind wir kurz vor den 100.000. Jetzt könnt ihr hier sehen, wie das Audi Smartphone Interface gestartet wird. In dem Video hier habe ich das ja nachgerüstet. Ich habe hier immer noch das Autocast U2 Air verbunden. Auch dazu habe ich ein Video gemacht, das verlinke ich euch auch hier irgendwo. Und ja, wir fahren einfach mal los. Das Ganze dauert ein bisschen länger, weil das Auto halt schon ein bisschen älter ist. Kilometerstand 99.701 und wir legen los. So, zunächst einmal wollte ich euch erzählen, was mir am Auto gefällt, was mir nicht so gut gefällt. Ich mag das Auto grundsätzlich sehr, sehr gerne, weil es sich sehr gut fahren lässt. Langer Radstand, Audi A6 ist kein Geheimnis, das Auto ist schon für Langstrecke gemacht. Moment, jetzt mache ich euch einmal eben den Soundaktor aus. Jetzt machen wir Fahreinstellungen. Dann gehen wir in Komfort. Ich hoffe, man hört das auf der Kamera einigermaßen, dass das Auto dann noch etwas ruhiger wird. Grundsätzlich mag ich das Auto sehr gerne. Gut, zur Optik brauche ich, glaube ich, nicht viel sagen. Das ist jedem selbst überlassen. Ich finde das Auto wunderschön, gerade nach dem Facelift mit den Matrix-LED-Scheinwerfern, die hier verbaut sind. Mit dem Tagfahrlicht, was sich am Ende so teilt. Ich finde, das erinnert einen so ein bisschen an die Maske von Iron Man. Finde ich tatsächlich ziemlich cool. Hinten auch wunderschön mit dem Laufblinker und nach dem Facelift ja einfach aus meiner Meinung nach der schönste A6, den man so kriegen kann. Den aktuellen finde ich auch sehr schön, aber dieser hier ist schon irgendwie noch so, ja, spricht mich halt am meisten an. Ne? Jetzt kann man natürlich sagen, ja klar spricht er dich am meisten an, weil es deiner ist und weil der neue viel teurer ist. Ist auch richtig. Und da kann man natürlich auch sagen, ja, der neue mit seinen Auspuffblenden und so, zum Beispiel gerade beim S6, ja, ist auch richtig. Und Soundgenerator ist auch richtig, hat dieser hier ja auch. Ja, ich fühle mich auf jeden Fall in diesem Auto sehr wohl. Finde sehr schön, dass das Display hier ausfährt. Ist auf der anderen Seite leider natürlich auch sehr fehleranfällig. Kann gerne mal kaputt gehen, der Mechanismus, der da drin sitzt. Hier ist es zum Glück noch nicht der Fall. Hier funktioniert alles. Was ich etwas schade finde, ist, dass das Auto, natürlich, das ist ein 2016er Baujahr, ich glaube, das Modell gab es oder das Vor-Facelift gab es ab Ende 2011. Und so sonderlich viel ist in der Zeit auch nicht passiert hier im Auto. Es gibt kein Virtual Cockpit, wie das bei Audi ja heißt. Ich hatte vorher ein A4 ganz kurz, die damals aktuelle Baureihe, ich weiß gerade nicht, welches ist. Ich blende euch mal ein Foto von dem Auto ein. Der hat ein Virtual Cockpit und wenn man daran einmal gewöhnt ist, ist das schon eine super Sache. Auf der anderen Seite kann man sich alles schön und schlecht reden. Ja, es gibt es jetzt halt nicht. Ich hatte damals im Autoverkauf ganz viele Kunden, die gesagt haben, nee, wollen wir auch nicht haben. Ich gucke den ganzen Tag sowieso schon irgendwelche Displays rein und wenn ich Auto fahre, dann möchte ich ja was Analoges haben. Jeder, wie er das mag. Ich hätte gerne ein Virtual Cockpit gehabt. Active Info Display heißt das bei VW. Ich hätte es gerne gehabt, gibt es leider nicht in dem Auto. Ja, ansonsten zur Ausstattung des Fahrzeugs. Das war
ursprünglich mal ein Vorführwagen von Rosier, das Autohaus, in dem ich gearbeitet habe. Liebe Grüße an der Stelle. Ist dort eine kurze Zeit als Vorführer gefahren worden, ist dann ins Leasing gegangen, 3 Jahre, und ist dann mit den 52.000 Kilometern zurückgekommen. Und ich habe ihn dann gekauft. Die Ausstattung ist sehr gut. Was er nicht hat, ist Luftfahrwerk. Weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. Ich finde es eigentlich nur cool, dass man dann quasi über eine Software tiefer legen kann. Das kann man jetzt hier bei dem Federfahrwerk oder beim Stahlfahrwerk, was ich habe, nicht. Er hat kein Head-Up-Display, was ich insofern nicht schlimm finde, als dass das in der Generation sowieso noch nicht so viele Informationen wiedergeben konnte. Wenn man sich mal ein modernes Head-Up-Display anguckt, was da alles so drin ist, Geschwindigkeitsbegrenzung, Navi, Pfeile, irgendwelche anderen Spielereien, das gab es hier schon, aber war halt sehr, sehr abgespeckt. Deswegen vermisse ich das jetzt nicht groß. Mein A4 hatte ein Head-Up-Display, war aber eigentlich auch nur cool, wenn man diesen Lap-Timer anhatte und dann mal ein bisschen schneller gefahren ist und dann halt direkt in der Scheibe sowas wie Öltemperatur und so hatte. Habe ich aber jetzt auch nie wirklich gebraucht. Also der A4 war auch ein 3 Liter Diesel mit 272 PS hatte der, glaube ich. War jetzt kein Auto für die Rennstrecke. Ne? Eine Alarmanlage hat das Auto, glaube ich, nicht, soweit ich weiß. Und das war es größtenteils auch schon. Also ansonsten ist er sehr gut ausgestattet. Sondermodell Competition bedeutet, wie gesagt, 326 PS. Jetzt habe ich hier gerade so ein kleines, so ein 45er Auto vor mir. Kann ich den jetzt hier überholen? Nee, kann ich nicht. Aber dann heben wir uns das gleich auf und gucken uns die Fahrleistung mal an, wenn wir auf der Autobahn sind. Jetzt hier kein Risiko. Er hat die S-Sitze oder die, ich sag mal, die RS-Sitze in Anführungszeichen, diese Schalensitze, finde ich sehr, sehr schön. Einziger Unterschied zu den echten RS-Sitzen ist die Steppung da drin. Die RS-Sitze sind so ein bisschen, ich glaube, das ist mehr oder weniger ein Sechseck, was da drin ist, und das hier ist viereckig, die Steppung, aber ansonsten sind das die gleichen Sitze. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut, macht einen sehr sportlichen Look. Das Sondermodell Competition hat so einen Holz, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ich weiß nicht, ob das ein Furnier ist. Auf jeden Fall die Dekorblenden und das Holz hier in der Mitte, das gab es, soweit ich weiß, nur im Competition. Das schwarze Holz mit den weißen Streifen drin, finde ich sehr schön. Das große Navi ist verbaut. Allradantrieb, Quattro, ne? Ist klar, bei dem, also den Motor gab es nicht als Frontradantrieb. Bose Soundsystem ist verbaut. Panoramadach, was mir persönlich immer sehr wichtig ist. Matrix-LED ist noch verbaut. Keyless Entry, Keyless Go. Alles so Sachen, die ich persönlich ganz cool finde. Totwinkelassistent hat er, ACC hat er, also Abstandstempomaten, Spurhalteassistent. Spurhalteassistent finde ich in dem Auto jetzt nicht so wichtig und ACC ist auch nicht so cool wie in den Nachfolgergenerationen. Das funktioniert schon alles gut, aber in den Nachfolgern ist es doch schon deutlich besser, und das ACC in meinem A4 zum Beispiel hatte auch einen Stauassistent, also wo es wirklich auch Spaß macht, im Stau zu fahren. Weil das Auto dann wirklich jedes Mal selbstständig anfährt, die Abstände ein bisschen reduziert und so. Wenn du das hier mit dem Auto versuchst, dann hält er immer noch einen relativ großen Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug, auch im Stau, und das ist dann ein bisschen nervig. Aber das ist natürlich alles Meckern auf hohem Niveau. Hier ist eine 8-Gang-Automatik drin verbaut. Da haben wir letztens eine Getriebespülung übrigens gemacht, bei der Firma Brinkmann. Hat den großen Vorteil, dass so ein Getriebe natürlich auch einen Abrieb hat, und im Öl finden sich dann Späne und alles Mögliche wieder, was dann so aus dem Getriebe abreibt. Das ist mir aufgefallen. Ich war im Sommer mit dem Auto in Kroatien, sind hin und zurück gefahren, es waren ungefähr 4000 Kilometer. Und als es dann ein bisschen wärmer wurde, wenn man mit dem Auto mal anfuhr, erster, zweiter Gang, dann hat er so ein bisschen angefangen zu zuppeln beim Schalten. Es wurde schon unsauberer als vorher. Und dann habe ich mich mal so ein bisschen eingelesen und gucken, was man machen kann, weil ich ehrlich gesagt auch nicht wusste, dass man sowas bei einem Wandlerauto, bei einem Wandlergetriebe machen muss, machen kann, machen sollte. Beim Schaltgetriebe muss man es ja nicht machen. Sollte man aber tun. Und dazu habe ich mich entschieden, beim Kilometerstand 99.600 oder so. Werdet ihr aber auch in dem Video alles sehen, wenn ihr da Bock drauf habt. Und seitdem fährt das Getriebe wieder butterweich, sehr, sehr schön. Natürlich, wenn man etwas schneller beschleunigt, auch gerade über die Schaltwippen hier schaltet, dann hat man immer noch so ein leichtes Ruckeln drin. Ist aber für ein Wandlergetriebe völlig normal. Was sonst noch hier verbaut ist in dem Auto, ich komme so ein bisschen von Hölzchen auf Stöckchen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu unstrukturiert für euch, weil ich finde es selber ein bisschen nervig. So,
In dem Auto ist eine Lenkradheizung verbaut, hat den Vorteil, dass eine Lenkradheizung verbaut ist, hat den Nachteil, dass das Lenkrad unten nicht abgeflacht ist. Das gab es nicht in der Kombination. Also entweder abgeflachtes Lenkrad oder Lenkradheizung. Wenn ich es mir hätte aussuchen können, ich hätte das abgeflachte Lenkrad genommen, bin jetzt aber auch nicht böse, dass eine Lenkradheizung verbaut ist. So, ansonsten ist die Qualität der Verarbeitung, die Verarbeitungsqualität in dem Auto gewohnt, muss man ja mittlerweile so ein bisschen in Anführungszeichen auch stellen, hoch, wie man das bei Audi kennt. Es ist halt ein relativ altes Auto, ne? Es ist ein 2016er Baujahr, da hat die Audi-Qualität noch gestimmt. Ich finde, bei den neueren Autos, könnt ihr mir aber auch gerne widersprechen oder zustimmen in den Kommentaren, bei den neueren Audis stimmt das nicht mehr. Ich habe mir letztens den neuen RS3 angeguckt und für ein Auto, was gut ausgestattet um die 80.000 Euro kostet, wenn nicht sogar noch mehr, die Türpappen aus dem VW ab gefühlt reinzubauen, total dünn, total Plastik, also überhaupt nicht wertig. Auch hier innen drin alles, wenn dann das Argument kommt, ja, der Gangwahlhebel ist aus dem Porsche 911, ja, super, aber die restliche Qualität stimmt für mich bei Audi leider einfach gar nicht mehr. Sage ich als großer Audi-Fan und bei VW genauso. Mir gefällt es leider überhaupt nicht mehr, was da gerade passiert. Deswegen bin ich froh, einen etwas älteren Audi noch zu haben, wo das alles noch stimmt. Also hier knarzt nichts, hier quietscht nichts, die Spaltmaße sind alle perfekt, das kann ich wirklich so sagen. Das Einzige, was an dem Auto jetzt mal gemacht werden musste oder was wohl öfter passiert, oder das sind zwei Sachen. Der Lautstärkeregler ist ausgefallen. Ihr seht das ja hier, dieser Lautstärkeregler in der Mittelkonsole. Da ist so eine kleine Platine drunter. Und wenn ich das richtig verstanden habe, fängt die ab und zu mal an zu oxidieren. Und wenn das passiert, dann passiert Folgendes. Moment, jetzt muss ich hier einmal kurz aufs Radio rübergehen. Ich hoffe, dass es jetzt hier keinen Ärger gibt mit Musikrechten. Aber wenn ihr jetzt hier seht, ich drehe lauter und das springt immer hin und her. Also ich drehe wirklich in die eine Richtung lauter und es springt immer wieder zurück. Das ist typisch bei dem Auto, das muss man austauschen, kann man einfach diese Platine wechseln, das werde ich in einem separaten Video auch nochmal machen. Ja, ist halt ein bisschen ärgerlich, aber zum Glück, übers Lenkrad funktioniert es, könnt ihr hier gerade sehen auf der zweiten Kamera, übers Lenkrad funktioniert das alles. So, also das ist ein kleiner Wermutstropfen an dem Auto. Habe ich leider nicht drauf geachtet beim Kauf, ist mir aufgefallen, dass es beim Kauf schon so war. Habe ich nicht drauf geachtet, werde ich wohl beim nächsten Mal machen. Zweite Geschichte ist, die Mittelarmlehne ist wohl auch ein Problem, was öfter mal vorkommt. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber die Mittelarmlehne ist gerade ausgebaut. Liegt daran, man klippt die ja so ein bisschen hoch und ich sag mal so, das erste Drittel kann man die hochstellen und dann rastet die wieder ein, dass man die Armlehne halt in der Höhe verstellen kann. Das habe ich letztens gemacht, wollte sie hochmachen, um mein Portemonnaie herauszuholen und ich kriege die nicht wieder runter. Das heißt, ich habe sie immer höher, ging nicht wieder runter. Dann habe ich sie ganz hoch gemacht und dachte dann, ja gut, spätestens da muss sie sich ja lösen lassen. Nee, sie stand dann eine Woche quasi wirklich hier so auf der Position. Daraufhin konnte ich den Arm halt nicht richtig auflehnen und auch nicht nach hinten irgendwie weglehnen, weil halt die Mittelarmlehne noch da war. Habe ich sie ausgebaut, da ist so ein kleines, da ist so ein Schnappmechanismus drin, den habe ich dann gefettet und werde sie bald wieder einbauen, um zu gucken, ob es dann funktioniert. Die ersten Tipps, die ich so in Internetforen gefunden habe, war komplett Neuteil, 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 um die 400 Euro Kosten, wo ich so dachte, oh, das ist jetzt aber auch schon viel für so einen kleinen Fauxpas. Ja, ich hoffe, dass es durch das Fetten hält. Der Einbau oder Ausbau der Mittelarmlehne dauert 5 Minuten. Wenn man flott ist, wenn man langsam ist, dauert er 7 Minuten, also auch alles easy. Ja, das sind die zwei Sachen, die mich an dem Auto tatsächlich stören, weil sie kaputt sind oder nicht der Qualität entsprechen, die ich erwarte. Ist aber, ja, ist ärgerlich, 100.000 Kilometer, weiß ich nicht, vielleicht meckern auf hohem Niveau. Auf der anderen Seite bei einem Auto, wo der Neupreis um die 100.000 Euro liegt, mit der Ausstattung, mit der Motorisierung. Weiß nicht, ob das in Ordnung ist. Aber gut, ist jetzt für mich keine große Sache, aber ich kann absolut verstehen, wenn man sich darüber ärgert. Was mir aber an dem Auto sehr gut gefällt, habe ich eingangs schon gesagt, ist die Laufruhe und das Fahrverhalten. Ich habe das Auto ursprünglich genutzt zum Pendeln nach Düsseldorf, sind ungefähr 100 Kilometer, weil ich ja immer noch im Sauerland lebe und in Düsseldorf arbeite bei der Firma Copart. Ich bin früher täglich gefahren, deswegen sind auch so viele Kilometer auf das Auto draufgekommen. Jetzt habe ich ja meinen Golf 4. Videos dazu findet ihr auch hier an der Stelle. Der Golf 4 ist mein Pendlerauto geworden, den ich auch noch ein bisschen aufhübsche. Ja, schaut euch die Videoreihe dazu gerne an, würde mich sehr freuen. Daher steht der Audi jetzt die meiste Zeit ein bisschen rum, was auch irgendwie schade ist für so ein schönes Auto. Auf der anderen Seite
tut es wirklich immer nur weh, bis man bei 100.000 Kilometern ist. Und ich bin jetzt kurz davor. Also ich habe noch 189 Kilometer offen, dann habe ich die 100.000 voll. Und ab dann tut es auch irgendwie nicht mehr weh. Ich glaube, also so mein Gefühl ist, ab dann ist jede 10.000 Kilometer, die man drauf fährt, sind dann wieder cooler, weil man es geschafft hat. Aber bis 100.000 ist das Auto ja quasi noch frisch, so aus meiner Sicht. Ne? Mein Golf zum Beispiel, der hat 342.000. Als ich ihn gekriegt habe, hat er 333.000 gehabt. Und ja, ich freue mich schon auf die 400, vielleicht schaffe ich 500. Da ist es halt wirklich völlig, da ist es völlig egal. Ne? Aber hier tut es gerade noch ein bisschen weh. Aber ja, vielleicht erreichen wir das gemeinsam, die 100.000 hier. Sonst gefällt mir das Auto wirklich sehr, sehr, sehr gut. Das Infotainment könnte ein bisschen aktueller sein. Deswegen habe ich mich ja in dem Video auch dazu entschlossen, Apple CarPlay nachzurüsten, freizuschalten. Platzangebot in dem Auto ist sehr gut. Ich bin 1,90 Meter groß, sitze relativ weit vorne, weil ich etwas kurze Beine dafür habe. Dafür sitze ich aber auch ganz unten und habe einen langen Oberkörper. Ihr könnt das hier sehen. Durch das Panoramadach wird ja immer noch so ein bisschen Kopffreiheit geklaut. Aber ich habe hier überhaupt keine Probleme, selbst mit den hochgegelten Haaren. Das sieht man jetzt gerade nicht. Auf der Kamera ist ein bisschen zu dunkel. Ich habe übrigens eine neue Kamera hier. Das ist eine Sony ZV-E10. Die hat mein Arbeitskollege Sandro mir empfohlen, den ihr aus den Kopart-Videos kennt. Hier verlinke ich euch auch nochmal eins davon. Vielen Dank, Sandro, an der Stelle für die Empfehlung. Ist eine sehr gute Kamera. So, jetzt fahren wir einmal auf die Autobahn und gucken uns mal an, wie das Auto so beschleunigt. Ist ein Punkt, der mir übrigens sehr gut gefällt und auch einer, der mir gar nicht gefällt. Denn, das zeige ich euch jetzt gleich, zum einen ist das Auto mit 326 PS doch sehr zügig. Es gibt im Competition-Modell einen Overboost-Modus, also wenn du wirklich einmal richtig reinlatscht, dann gibt er für, ich glaube, 10 oder 15 oder 20 Sekunden, weiß ich nicht genau, gibt er 346 PS frei. Newtonmeter sind 650, also alles Werte, mit denen man sich überhaupt nicht verstecken muss. Wir fahren jetzt hier nochmal im Komfortmodus auf die Autobahn. So. Und schauen uns das Ganze einmal an. Ich werde dann auch im Komfortmodus in der Fahrstufe D bleiben, also nicht in den Sportmodus übergehen. Das machen wir gleich auf der Rückfahrt. So, und dann beschleunige ich mal mit einem Kickdown ganz entspannt aus 50 auf 120 hoch. Hier steht jetzt noch 70, das müsste gleich verschwinden. Moment, Moment, Moment. So, ich fahre jetzt 60, Kick, ich gebe jetzt Vollgas. Und das ist das, was an dem Auto auf der einen Seite gut und auf der anderen Seite auch wieder schlecht ist. Denn ihr habt gemerkt, wie lange es dauert, vom Vollgas geben oder vom Durchtreten des Gaspedals, bis wirklich was passiert. Der nimmt sich eine richtig krasse Gedenksekunde. Das kann jetzt daran liegen, dass man im Komfortmodus war. Es kann daran liegen, dass man recht untertourig gefahren ist. Alles schön, alles gut. Aber wenn es wirklich mal irgendwann schnell gehen muss oder soll, weil man vielleicht in einer Gefahrensituation ist, dann ist diese Gedenksekunde doch sehr belastend. Aber ist jetzt auch nichts, was irgendwie ungewöhnlich ist. Also das ist halt ein Wandlergetriebe. Und bei so einem Motor dauert es halt auch einfach, bis der ein bisschen Leistung aufbaut. Was auch ziemlich cool an dem Auto ist, ist der Soundgenerator. Finde ich mittlerweile echt gut. Am Anfang fand ich es doof, habe ich eingangs schon gesagt. Aber ich finde es mittlerweile super, weil er einfach für einen Diesel einen ganz guten Sound macht. Klar, wenn man jetzt mal hier im normalen Modus den echten Sound hört, so. Ist für einen Diesel auch völlig in Ordnung. Überhaupt wirklich gar kein Problem. Für eine 3 Liter Diesel klingen ja generell sehr gut. Es ist ein V6, kein Reihensechszylinder. Das ist ja mittlerweile bei Mercedes und BMW so. Oder BMW hat, glaube ich, immer schon Reihensechszylinder, auch beim Diesel gebaut. Audi setzt nach wie vor auf V und hier in dem Motor auch. Platzangebot auch auf der Rücksitzbank sehr gut. Für lange Strecken gar kein Problem. Das Auto ist sehr, sehr, sehr reisetauglich. Ein riesengroßer Kofferraum. Ich werde euch jetzt nicht mit Zahlen und Daten und Fakten langweilen. Zum einen, weil ich sie nicht habe und zum anderen, weil ihr sie wahrscheinlich auch gar nicht wissen wollt. Es gibt tausende Reviews zu dem Auto, wo alle Zahlen und Daten und Fakten geschildert werden. Das brauchen wir jetzt hier nicht nochmal machen. Das ist nur einfach mein Erfahrungsbericht nach über anderthalb Jahren und knapp 50.000 Kilometern mit dem Auto. So, wenn man jetzt hier einmal Gas gibt, nochmal im Komfortmodus, dann hört ihr, dass sich der Motor so anhört. So, wenn ich jetzt nochmal etwas bremse, nochmal immer noch Komfort, achtet auf den Sound. So, habt ihr gehört? Ich hoffe, man hört das auf der Kamera mit dem Soundaktor drin. Finde ich sehr, sehr, sehr cool. Macht sehr viel Spaß. Nochmal einmal.
So, einmal nochmal links rüber. Und wenn man hier dann nochmal beschleunigt, ich sag mal jetzt mal ganz, gehen wir ein bisschen Drehzahl, so von 100 am Gang dran, Vollgas. Dann marschiert der wirklich schon ganz gut durch. Und dann macht es auch echt Spaß mit dem Auto. Das waren jetzt zwei ganz... Also ich finde, dass das Auto in dieser Abstimmung, und das ist auch sehr gut an dem Wagen, dass es zwei verschiedene Autos sind. Wenn du ihn auf Efficiency oder auf Komfort fährst, dann ist es wirklich... Dann wird auch die Lenkung übrigens weicher. Dann ist es ein sehr, sehr komfortables und weiches Auto, was natürlich auch sehr viel Leistung hat, aber... jetzt nicht unangenehm viel. Also es ist wirklich sehr weich, sehr komfortabel, sehr langstreckentauglich. Wenn du ein bisschen sportlicher fahren möchtest, dann ist der Dynamic Mode genau das Richtige für dich. Automatisch schaltet er das Getriebe dann in S, schaltet dann auch direkt runter, habt ihr gerade gesehen. Ne? Wenn ich jetzt nochmal bremse, dann schaltet er gleich nochmal runter. Ja, Vorführeffekt natürlich nicht. Es ist Sound da, es macht direkt Spaß, es ist gutes Ansprechverhalten da. Der Motor hängt deutlich besser am Gas. Aber auch im Dynamic-Modus wird die Lenkung härter. Ich kann ihn aber trotzdem im normalen D fahren, also ohne das S im Getriebe, also ohne den Sportmodus im Getriebe. Dann fährt er immer noch spritziger als im Komfortmodus, aber nicht ganz so aggressiv im Hoch- und Runterschalten. So. So, zum Abschluss machen wir noch ein kleines 0-100. Automatik in S. ESP. So lange oder Stabilisierungskontrolle so lange auf Ausdrücken, bis sie wirklich ganz aus ist. Braking Guard aus, alles aus. Einmal kurz in den Wandler reinpumpen. Uiuiui. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Ich weiß, dass diese Launch Control Starts für ein Wandlergetriebe nicht so geil sind. Deswegen macht es bitte nicht zu oft oder macht das am besten eigentlich gar nicht. Man kann das hin und wieder mal tun, ist aber nicht so das Schlauste, was man machen kann. Etwas sehr Dummem, was ich gemacht habe, wünsche ich euch einen schönen restlichen Tag, einen schönen restlichen Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Abo und über einen Daumen nach oben freuen. Gebt gerne eure Meinung dazu ab, was ihr von dem Auto haltet, was ihr zu dem Video haltet oder was ihr von dem Video haltet. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch einen schönen restlichen Tag. Ciao.